Radical. Kinder, ich werbe für eine neue Cola. Und diesmal ist sie sicherlich nicht giftig. Soweit es uns bekannt ist. Die neue, verbesserte Bass-Cola wird nur aus feinstem Zucker und Wasser hergestellt. Zudem enthält sie eine besondere Zutat, zu diffizil für die Kontrollbehörde, die in euch die Energie weckt, die ihr braucht, um all den jämmerlichen Kram zu erledigen, der von euch verlangt wird. Probiert die neue und verbesserte Bass-Cola. Cola. Muss Bass Cola haben. Okay, Spieler 1, Homer, ich meine Homer. Verwende die Richtungstaste oder den linken Analogstick, um dich zu bewegen, also um zu laufen. Drück die X-Taste, um zu springen. Und Homi, jemand hat sämtliche Desserts im Haus aufgegessen. Du musst in den Supermarkt fahren und dieses Eis mit Krokant kaufen. War bestimmt eins von unseren Kindern. Wahrscheinlich Milhouse. Ah, jetzt fahr ich euch platt! Au! Keine Sorge, das verheilt schnell. Diese Stadt besteht nur aus Idioten. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel.
Ich habe die Kontrolle verloren. Die Rache ist mein. Juhu! Du solltest Profi-Rennfahrer werden. Hey Apu, gib mir die Cola und dazu noch einen Eimer Eiscreme mit Krokant. Wo ist das Eis mit dem Krokant, das deine Frau heute Morgen gekauft hat? Ich hab's wahrscheinlich gegessen, aber ich kann mich nicht erinnern. Ausgezeichnet, Homer. Mission erfüllt. Jetzt geh nach Hause zu Mom, um die nächste Mission zu starten. Ich hab meine Zahnspange verschluckt. Hey, das sind ja meine Nachos. Schulzone! Homi, Lisa ist in die Schule gefahren und hat ihr Biologiemodell vergessen. Kannst du es ihr bringen? Muss ich wirklich? Du kannst es doch auf dem Weg zur Arbeit abliefern. Und ich muss auch noch arbeiten gehen? Super! Du meinst, ich brauch noch mehr? Ich hab die Kontrolle verloren! Ich hab mein Kaugummi verschluckt. Ich bin Exzellente. Immer schön fröhlich bleiben. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Jetzt brennt's, was? Modell des Verdauungssystems vorbeibringst. Hey, wo ist die Gallenblase? Ich war hungrig und es war eine Feige. Es war aus Ton. Übrigens, Dad, Mom hat gerade angerufen. Sie muss unbedingt zu Hause mit dir reden, bevor du arbeiten gehst. Nein! Du kannst nicht mal! Bitte? Ich bin im Moment damit beschäftigt, Asbest einzubauen. Hoffentlich ist mit nicht. Thank you.
Ich brauche deine Hilfe. Mein Auto schläft. Ah, sitzen ist am schönsten. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Friss meinen Staub! Das war zu einfach. Homer, rede mal mit Ned Flanders. Er wirkt verärgert und deprimiert. Warum ich? Ich bin der beste Nachbar der Welt. Ich habe sogar einen Becher, wo das draufsteht. Hey, das ist einfach nur unverschämt! So mache ich Gott immer wütender. Mir wurde gesagt, ich soll das machen. Ich stecke in der Klemme, Homer. Mir fehlen so viele Sachen. Ich habe die Polizei verständigen müssen, um nach dem Verbrecher zu fahnden. Verbrecher? Mein Rasenmäherchen, mein Kühltäschlein, mein Gartenstühlchen, ein Familienporträtchen, selbst Rods Inhalator. Welches kranke Individuum klaut solches Zeug? Oh nein, ich habe all die Sachen von Flanders ausgeliehen. Finde schnell eine Ausrede, damit du hier abhauen kannst. Entschuldige, ich muss Mais stampfen. Versuchen wir es mal.
fehlt noch? Flanders Cooler, den habe ich Barney gegeben. Wo soll ich denn die alle hinpacken? Vorsicht! Jetzt hätte ich fast meinen Drink verschüttet. Erinnerst du dich an den Cooler, den ich dir zum Geburtstag geschenkt habe? Flanders will ihn wiederhaben. Und was soll ich dann als Toilette benutzen? Jetzt aber los! Fast fertig. Jetzt fehlt nur noch Flanders dämliches Foto von seiner dämlichen Familie. Lern erst mal fahren, Volltrottel! Letzter Punkt. Wo habe ich bloß Rods Bögen in der Lade liegen lassen? Nein! Oben auf einem Kraftbierwagen! Du... Ich bin der böse, böse Homer. Ich bin der böse, böse Homer. Oh, das Ding geht ja hoch. Denn schnell zurück mit dem Zeug, bevor die Bullen mich festnehmen, während ich selbst Gespräche führe. Ich bin der böse, böse Homer. Ich bin der böse, böse Homer. So ist das, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet. Flanders, sieh mal, ich habe all deine Sachen gefunden. Wie sieht's denn mit einer Belohnung aus? Danke, Nachbarling. Hier ist deine Belohnung. Ein Gebet vom Nummer 1 Fan des Herrn. Unser Vater im Himmel segne diesen Einfallspinsel. Dummer Flanders. Immer findet er in der Religion sein Glück.